Kann in den Sachen hier was versteckt sein, ist die Frage. Lohnt es, die alle zu zerstören, oder ist das einfach nur vergebene Liebesmühe? Ja, ich zerstöre sie mal, aber ich glaube, das bringt nichts. Oh, das sieht auch wieder... Das sieht geil aus, Alter. Oh, das sieht so gut aus. Komm, wir gehen mal weiter. Da ist wieder so eine Gnade-Klamotte. Gnade berühren. Verlorene Gnade entdeckt, Verfleckten zu führen und ihnen den richtigen Weg zu weisen. Selbst heute besitzen manche Orte der Gnade noch diese Macht. Ihre goldenen Strahlen werden euch den Weg weisen. Ja, habe ich gerade gesehen, hier so ein Strich dahin. Hier. Nutzt eure Karte, um eure aktuelle Position des Terrains und die Gebäude in der Umgebung zu überprüfen. Ihr könnt eure Karte mit neuen Informationen aktualisieren, indem ihr Kartenfragmente in Stelen entlang der Straße findet. Ihr könnt außerdem leuchtende Marker frei auf der Karte platzieren, um euch beim Erkunden besser zu orientieren. Gut, wir reden mal mit ihr. Oh, yes. Mit ihm. Tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring? Hmm? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Gut. Wir brauchen also noch einiges. However, there is one shining ray of hope for even the maidenless. Oh. Me. Vare. Take care to listen. Are you, ach, wir können uns bewegen. With grace, the golden light that gives life to you tarnished. You may also behold its golden rays pointing in a particular direction. At times, that is the guidance of grace, the path that a tarnished must travel. Hmm, indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you tarnished to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. Okay. Können wir nochmal mit ihm reden? Grace's guidance will reveal the path forward, most certainly. To Castle Stormvale, over on the cliff. The home of the decrepit demigod, Godric the Grafted. Der Verpflanzte. Was ist das denn, ey? Set off, I should think. To Castle Stormvale, on the cliff, where Grace would guide you. If you seek the Elden Ring, maidenless as you are. So, Moment. Bevor ich jetzt hier... Ach so, ah, das ist unser Beutel, okay. Ach, guck mal, Gesten haben wir jetzt auch. Okay. Ja, nice. Mehr Spieler können wir machen. Status mal sehen. Über das Statusmenü könnt ihr eure Stufe, eure Attribute, Basiswerte und mehr überprüfen. Diese Informationen zeigen euch Änderungen an eurem Angriff, eurer Verteidigung und eurer Resistenz an, die durch ausgerüstete Waffen und Rüstung verliehen werden. Gut, haben wir jetzt noch nicht so viel. Inventar können wir auch einsehen. Über das Inventarmenü könnt ihr die Objekte ansehen, die ihr tragt, sie fallen lassen oder wegwerfen. Ihr könnt auch Werkzeuge aus dem Inventarmenü benutzen. Gut, das ist, ich würde sagen, selbsterklärend. Was ich aber machen wollte, System, haben wir das da? Ich wollte jetzt, ehrlich gesagt, erstmal offline spielen. Ja, dann sind die Nachrichten, glaube ich, weg, ne? Ich glaube schon. It's time you set off, I should think. To Castle Stormvale on the cliff. Alter, wie viel Text hat der denn bekommen? Would guide you, if you seek the Elden Ring, maidenless as you are.
Oder sagt er jetzt immer das Gleiche? Ja, er sagt das Gleiche, okay. Ja, ciao. Wir haben hier trotzdem Nachrichten? Wir haben trotzdem die Nachrichten, also kann ich ruhig online anlassen, oder was? Ja, komm, hoch da. Vogel, oh Vogel. Ah, okay. Ich lasse die Nachrichten jetzt einfach liegen. Es geht nur auf den Keks, dass das da unten immer aufblinkt. Ja, er sieht aber schon... Er sieht schon verdammt geil aus, ne? Muss man jetzt einfach mal so sagen. So, ich mach mal eben online wieder an. Rufzeichen senden. Verhindert, dass euer Rufzeichen in Welten mit Gegnern erscheint. Ich weiß nicht mal, was Rufzeichen sind. Ja, nein, nee. Das lassen wir erstmal. Ich will das jetzt hier mal ein bisschen alleine alles probieren und machen. Und tun und machen und machen und tun. Ihr wisst Bescheid. Und, oh, was haben wir denn da? Untersuchen. Herbeirufungsreserven. In jedem Gebiet könnt ihr auf Märtyrerbildnisse stoßen. Diese Bildnisse dienen als Herbeirufungsreserven. An diesen Orten wird es euch leicht fallen, andere Spieler herbeizurufen, da sie als Sammelpunkt für Koop-Rufzeichen und feindliche Rufzeichen fungieren, die mit kleinen Bildnissen erstellt wurden. Okay. Goldene Statue. Sah jetzt eher nicht so golden aus, aber okay. So, ich finde übrigens den Mehrspieler-Aspekt ziemlich nice. Oh, Material sammeln. Im Zwischenland findet ihr an jeder Ecke Früchte, Blumen, Pilze, Schmetterlinge und viele andere nützliche Materialien. Diese Materialien könnt ihr für die Herstellung von Objekten einsetzen. Nehmen wir mit. Haben wir noch mehr? Nee. Das hat jetzt so komisch geleuchtet, deswegen hatte ich das erst ins Visier genommen. Oh, was haben wir denn hier? Material einsammeln. Adernblatt. Ekelhaft. Hier haben wir ein Skelett. Sehr schön. Und hier haben wir sonst nichts mehr. Okay, doch, da ist noch was. Nee, das ist nur eine Mauer. Sah erst spektakulärer aus. Hier haben wir was. Rovafrucht. Ich weiß noch gar nicht, wie wir irgendwas craften können oder sonst was. Also, ist komplett neu für mich. Werden wir uns noch reinfuchsen? Ist das da vorne ein Gegner? Können wir den schon besiegen? Sollte ich es schon versuchen? Oh, Material sammeln. Rovafrucht. Tust du uns was? Was ist das denn? Warum? So, Rovafrucht. Rovafrucht. Ich lasse die Ziegen mal am Leben. Ich halte nichts davon, jetzt ein Tier einfach abzuschlachten, wenn es uns nichts tut. Was haben wir hier? Untersuchen, ne? Nee. Ah, warte mal. Rüstet einen Bogen aus, um Pfeile abzufeuern. Ihr könnt zwei Pfeiltypen gleichzeitig ausrüsten und dann zwischen diesen wählen. Führt ihr einen Bogen beidhändig, haltet LB, um präzises Zielen zu aktivieren. Zielt genau mit R. Pfeiltyp 1 abfeuern, Falltyp 2 abfeuern, präzises Zielen. Oh. Warte, ich muss ihn anvisieren. Wie kann ich ihn nochmal anvisieren? Hallo? Hä? Nein, da. Hallo. Danke. Oha, ja, yeah, das hat weh. Das wird auch wehtun. Wir müssen anscheinend mit Pfeil und Bogen kämpfen. Ach, er hat uns. Wir sind tot. Ja, Baumwächter, der sieht aus wie ein kleiner Miniboss. Ich sag mal so. Ja. Ich schlag mich ziemlich gut, oder nicht? Eher nicht, ne? So, aber gut, ich lerne noch. Wenn ihr sterbt, werdet ihr am letzten Ort der Gnade wiederbelebt, den ihr aufgesucht habt. Alle Runen in eurem Besitz lasst ihr am Ort eures Todes fallen. Falls ihr erneut sterbt, bevor ihr sie einsammeln könnt, sind sie für immer verloren.
Der Kompass am oberen Bildschirmrand weist euch die Richtung zu den verlorenen Runen. Habe ich überhaupt Runen gesammelt? Ist jetzt die Frage. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, irgendwelche Runen eingesammelt zu haben, aber wir gehen mal hin und sammeln die zurück. Ah, danke. So. Es ist die Frage, wie viele Pfeile haben wir? 20 und... Jetzt aber. Ah! nein, er kommt. Na, Kollege? Ja, nein, nein. Nicht gut. Er kommt hier hoch, oder? Nee, kommt er nicht. Na? So, ich glaube, wir müssen den mit Pfeilen besiegen, tatsächlich. Was? Alter, er despawnt einfach. Er despawnt einfach. Das ist ja lustig. Danke für nichts. Lieber Herr, komischer Blutwächter, Ritter, Vieh. Ah, es tut mir leid, aber... Ja, gut, wir müssen die schnetzeln, damit wir ein bisschen leveln können anscheinend. Es tut mir leid, Freunde, aber wir können die plündern. Vielleicht dünne Bestienknochen. Sind Bestien? Ja, für Bestien. Wo ist die hin? Hallo? Ziege? Ist weg. Material. Ruinenfragment. Den können wir rumschießen, okay. Und rumballern, okay. Was haben wir hier? Ruinenfragment. Ah, es fängt schon sehr gut an. Muss ich sagen. Also, ja, so habe ich es mir vorgestellt. Aber so soll es auch sein. Also ich habe echt nach einem Spiel gesucht, was so ein bisschen fordernd ist. DevStore, könnt ihr auch gerne reingucken, wenn ihr möchtet, wurde so ein bisschen als Souls-like, fand ich, angeteasert, aber war es nicht. Es war, ist es bis jetzt nicht, bis dahin, wo ich gekommen bin. Es ist sehr leicht, finde ich. Manche stellen natürlich nicht. Manchmal stelle ich mich auch sehr blöd an, das werdet ihr hier auch merken. Aber ich habe halt nach dem Spiel gesucht, was wirklich fordernd ist und... Ja, ich sag mal so, die Trailer, die haben ja schon... alles gesagt, auch wenn ich nicht alle geguckt habe, weil ich will mich dann halt nicht spoilern lassen, wenn ich schon weiß, dass ich ein Spiel gut finde. Hey. Dünne Bestienknochen. Oh, es tut mir voll leid, dass wir die abschlachten müssen, damit wir überhaupt irgendwie was zu leveln haben, ey. Finde ich voll traurig. Wenn ich ehrlich bin. So, das Gras spawnt hier ein bisschen nach. Aber ich habe übrigens das Spiel auf eine SSD gepackt, also ich habe mitgedacht. Mit dem lege ich mich noch nicht an, weil der ist halt noch ein bisschen krass. Wir sind Stufe 9, der ist Stufe 21. Ich glaube, da ziehen wir den kürzeren. Kirche von Elle. Oh. Wir haben eine Gnade. Über eure Karte könnt ihr sofort an bereits entdeckte... Ja, kennen wir. Das kennen wir. So, Ort der Gnade rasten. Was können wir machen? Eigentlich nichts, ne? Flaschenaufladung hinzufügen, was ist das? Nein. Flasche verstärken. Menge der mit Flaschen aufgefüllten LP, FP mit einer heiligen Träne erhöhen? Nein. Gut, machen wir jetzt noch gar nichts. Und geh mal hier gucken. Hier haben wir einen Hammer. Verstärken von Waffen. An Schmiedetischen könnt ihr eure Waffe mit Runen und Schmiedesteinen verstärken.
Irgendwo im Zwischenland gibt es einen Schmied, der eure Waffen sogar noch weiter verstärken kann. Oh, interessant. Schmiedestein. Waffe verstärken. Komm, wir verstärken die mal. Über das Schmiedemenü könnt ihr eure Waffen mit Runen und Schmiedestein verstärken. An Schmiedetischen könnt ihr eure Waffen bis zu plus 3 verstärken. Irgendwo im Zwischenland, ja, gibt es einen Schmied, der das noch besser kann. Wir haben nicht genug Ruhm, der hat 15. Wir haben 15. Ich sehe auch bis jetzt nur körperlich, dass das mehr bringt. Na gut, wir haben auch nicht genug. Wer ist er denn hier? You're tarnished. I can see it. And I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Carle, purveyor of fine goods. Oh, wir haben einen Händler. Ah, Informationen über Carle. Machen wir erstmal das. I am a nomadic people, selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. Okay, interessant. So, Empfehlung. Was ist das denn? If you can spare the rooms, you should buy yourself a crafting kit. A crafting kit allows you to make basic items on your own. Essential, really, if you intend to survive out here for any duration. The kit costs a bundle, and I admit I do take my cut. But the important thing is that you survive. Every customer counts, after all. Okay, so, das Empfehlung heißt also, was er uns empfiehlt zum Kauf. Über das Ladenmenü könnt ihr mit Runen verschiedene Objekte kaufen. Ihr könnt auch Objekte für Runen verkaufen. Jeder Händler hat viele verschiedene Waren. So, Schlüsselobjekte, okay. Ach, okay. Das ist das, das ist das, was wir auch auswählen konnten. Was wir direkt hätten haben können. Waffen. Pfeile sind vielleicht irgendwann mal interessant. Kann ich auch mein Inventar sehen? Ansichtwechsel. Ach so. Okay. Ansicht umschalten, rechts. Ah, okay. Okay, okay, okay. Wie können wir verkaufen? Ach, ja, wir sind ja im Kaufmenü. Verkaufen. Können wir unsere Ruinenfragmente? Material zur Herstellung von Objekten. Das wollen wir nicht. Oh, guck mal hier. Wir haben sogar eine wertvolle Pflanze anscheinend gesehen. Oder gefunden. Findet man immer seltener. Die will ich nicht verkaufen. Findet man überall im Zwischenland. Die werden wir irgendwann mal verkaufen. Ich will das aber erst behalten. Goodbye. Ich weiß nicht, wie viel wir davon unbedingt finden und. Will ich erstmal behalten. So, haben wir noch ein paar Gegner. Da ist was. Gegner oder nicht? Wahrscheinlich Gegner, oder? So, wir können auf jeden Fall blocken. So aber nicht. So. Oh, das war nice. Ich weiß nicht, wie ich es getan habe, aber es war nice. Können wir ihn plündern? Hallo? Nee. Der hat anscheinend nichts bei... Alter, das war gut. Das tat gut, dass wir das geschafft haben. Erdenblattblume. So. Ja, komm. Es ist ein Spiel. Also glaubt mir, in echt würde ich sowas nicht tun, um ein paar Runen zu kriegen. Okay, die sind mir zu schnell, oder? Ja, die sind zu schnell. Aber ihr nicht. Aber ihr nicht. Es tut mir leid. Oh. Oh. So.
Okay, die sind richtig einfach hier, die Dudes. Und nichts zum Plündern dabei, schade. Leiche plündern. Schwere Bestienknochen. Achso, das ist Blut hier auf den Pflanzen. Oh. Krass. So. Wir sammeln auch mal hier die ganzen Blumen ein. Ich habe so ein Gefühl, das könnte noch von Nutzen sein. Haben wir schon eine Stufe weiter? Sieht man das? Nee, wir sind noch Stufe 9. Runen benötigt 811. Vorhandene Runen 159. Ach, okay. Also mit den Runen leveln wir anscheinend... Ich kenne mich noch gar nicht aus. Lacht bitte nicht über mich. Okay.